meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudia von Solart und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Meine Lieben, ich habe euch gefragt, ob euch diese Technik hier interessiert und ihr habt ganz klar mit Ja abgestimmt. Ich freue mich, dass ich heute etwas Neues vorstellen darf und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Okay, meine Lieben, ein Schritt nach dem anderen. Die Technik, die wir heute machen werden, nennt sich Waterbubble-Technik. Oder auch im Deutschen vielleicht Seifenblasentechnik genannt. Und im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich meine Seifenblasen mache und mit welcher Puring-Technik man diese Technik auch wirklich super kombinieren kann. Aber Schritt für Schritt. Meine Lieben, vor mir liegt eine 50 x 70 cm große Leinwand. Das heißt, wir möchten heute schon groß hinaus. Und ich habe uns tolle Aquafarben vorbereitet. Wir arbeiten heute mit den Farben Himmelblau, Petrol, Phthalo-Blau, Ultramarinblau und Türkisgrün. Als erstes widmen wir uns unserem Hintergrund. Ich habe mich für Weiß entschieden, deswegen trage ich hier auf meine Leinwand erst einmal großzügig ein bisschen weiße Basisfarbe auf. Und verteile diese mit meinem Palettenmesser. An dieser Stelle, meine Lieben, möchte ich euch danken für eure zahlreichen Reaktionen auf meinen Community-Beitrag. Das freut mich immer sehr. Ich liebe die Interaktion mit euch. Und solltet ihr neu auf meinem Kanal sein und euch für Fluid Art Acryl Puring und alles rund ums Thema flüssige Acrylmalerei interessieren, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Soweit so gut, meine Lieben. Ich habe uns jetzt einen Polster geschaffen, eine Unterlage für unsere Farben. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass man an manchen Stellen noch den dunklen Rand ein bisschen durchblitzen sieht. Das kaschieren wir alles im späteren Verlauf. Okay, meine Lieben. Also, bei dieser blauen Farbkombination war eine Idee dahinter. Ich dachte, es wäre ganz schön, würden wir wirkliche Wasserblasen zaubern. Aus diesem Grund habe ich mich heute für Blautöne entschieden und wir beginnen nun nach und nach kleine Puddles aufzutragen und beginnen ungefähr in der Mitte unserer Leinwand. Sehen, ich wechsle mich ein bisschen ab mit meinen Blautönen. Das schafft uns später einen schönen Farbverlauf. Ich versuche mich ein bisschen mit den dunkleren Tönen zurückzuhalten. Aber wir kommen nicht drum rum, auch ein paar dunklere Farben einzuarbeiten. Das kreiert uns dann wunderschöne Schatten in unserem Bild. Zur Beschaffenheit meiner Farben, meine Lieben, möchte ich noch sagen, meine Farben sind heute ein bisschen anders abgemischt als sonst. Jede meiner Blautöne ist im Verhältnis 1 zu 2 mit ein Teil Acrylfarbe und zwei Teile Floetrol abgemischt. Ebenso habe ich meinem Ultramarinblau und meinem Türkisgrün jeweils einen Tropfen Silikonöl beigemengt. So, nun widmen wir uns weiter unseren Puddles. Ihr könnt sehen, ich beginne nun die Farben ein bisschen miteinander zu vermischen. Mit Petrol halte ich mich ein bisschen mehr zurück.
Okay, meine Lieben, also mit dem Farbauftrag bin ich erst einmal fertig. Sollte ich noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Farbe benötigen, ist das überhaupt kein Problem. Das können wir im Nachgang dann noch auftragen. Und meine Lieben, wer weiß, was jetzt passiert, wenn ich meine Teilkarte in die Hand nehme? Ganz richtig, wir werden jetzt swipen. Ich möchte meine Farben einmal von der linken zur rechten Seite swipen. Dazu lege ich meine Teilkarte ganz vorsichtig in die weiße Basisfarbe und gleite nun mit meiner Teilkarte einmal von links nach rechts. Und schon könnt ihr sehen, dass hier ein wunderschönes Farbspiel mit wunderschönen Zellen entsteht. Ich hatte tatsächlich nur in zwei meiner Farben einen Tropfen Silikonöl plus dem Floatroll. Das arbeitet natürlich für mich. Ich finde es gigantisch. Ich liebe das. Okay, anders als sonst möchte ich nun noch einmal swipen. Und zwar von der rechten zur linken Seite. Und ich swipe nicht mehr über die ganze Mitte, sondern ein kleines Stück versetzt. Ihr könnt auch sehen, ich nehme hier die Farbe mit und swipe noch einmal retour. In diesem Sektor könnt ihr nun sehen, dass meine Farben viel heller sind. Das liegt einfach daran, dass wir über die weiße Basisfarbe geswiped haben. Und das gleiche möchte ich jetzt noch einmal auf der gegenüberliegenden Seite machen, von links nach rechts. Ich tippe wieder ganz vorsichtig in die weiße Basisfarbe und swipe meine Mitte aus. Und nun könnt ihr ganz gut erkennen, meine Lieben, dass sich hier im mittleren Sektor die meiste Farbe befindet, dementsprechend auch die meisten Zellen. Allerdings für das, was ich später noch mit euch vorhabe, ist es ganz gut, wenn unsere Farben nach oben und unten hin ein bisschen auslaufender werden. Okay, meine Teilkarte brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Die legen wir nun erst einmal beiseite und nun kümmern wir uns um unsere Ränder. Mein Bild soll später horizontal aufgehängt werden und ich dachte mir, es wäre doch ganz schön, wenn wir schon Wasserblasen zaubern, rechts und links noch ein paar Felsen zu machen. Ich habe mich hier Ombrabraun mit Titaniumweiß abgemischt, im gleichen Verhältnis 1 zu 2 mit Floatroll gemischt, ein Teil Acrylfarbe, zwei Teile Floatroll. Dies soll die Farbe für meine Felsen darstellen und ich werde noch ein paar Grautöne einarbeiten, um das Ganze ein bisschen, wie soll man sagen, realistischer zu machen. Also mein Bild soll horizontal stehen, dementsprechend möchte ich auf der unteren linken Seite ganz leicht bis ungefähr zur Mitte ein bisschen von meiner braun-grauen Farbe auftragen. Und noch ganz leicht ein paar leichte Grautöne einarbeiten. Wir brauchen hier auch tatsächlich nicht viel. In meiner Vorstellung ragen die Felsen nicht nach oben, also es soll keine Schlucht darstellen, sondern soll bloß ein bisschen den Meeresboden andeuten. Okay, das gleiche machen wir gleich auf der Oberseite, aber zuerst blasen wir dieses Schätzchen hier aus. Ich schnappe mir meinen Haartrockner und beginne nun, meine Felsen zu formen. Sehr gut, so habe ich mir das vorgestellt. Nun werde ich einmal meine Leinwand umdrehen. Wunderbar, und das gleiche mache ich jetzt auch auf der gegenüberliegenden Seite. Ich trage zuerst ein bisschen was von meiner selbst abgemischten Farbe auf. Und versetze diese ganz leicht mit ein paar Grauakzente.
Ich denke, das reicht uns auch schon. Ich stapel mir noch einmal meinen Föhn und werde auch diese Seite ausblasen. Wunderbar. Schaut mal her, meine Lieben, auch hier in diesem Sektor haben wir wunderschöne Zellen bekommen. In meinen Felsenfarben sind selbstverständlich keinerlei Zusätze. Die sind einfach nur mit ein Teil Acrylfarbe und zwei Teile Floetrol abgemischt. Und ich liebe das Ergebnis, das mir dieses Mischverhältnis schenkt. Okay, meine Lieben, jetzt habe ich hier geguckt. Ich glaube, ich möchte auch hier noch ein bisschen graue Farbe nachtragen. So ganz wenig. Aber die Felsen gefallen mir jetzt auf der Unterseite besser als auf der Oberseite. Soweit, so gut, meine Lieben. Und jetzt kommen wir zum Herzstück, was ich euch versprochen habe, zu unseren Seifenblasen. Allerdings heißt es für mich, ich muss mich ein paar Tage von euch verabschieden. Diese Basis, die wir heute geschaffen haben, gut austrocknen lassen. Für euch geht es natürlich viel schneller als für mich. Wir sehen uns in wenigen Augenblicken zurück. Und da bin ich schon wieder, meine Lieben. Unser Bild durfte nun eine Woche komplett auftrocknen. Und nun widmen wir uns dem Herzstück, unseren Wasserblasen oder Seifenblasen. Dafür habe ich mir heute vorbereitet eine Farbpalette mit Schwarz und Weiß. Ich benutze Titanium Weiß und Oxid Schwarz. Dann habe ich hier zwei Acrylstifte, ebenfalls in Schwarz und Weiß. Dann brauchen wir heute noch zwei Pinsel. Ich habe einen großen und einen kleineren abgeschrägten. Und zu guter Letzt arbeite ich gerne mit meinem Kreiszeichner. Wenn ihr diese Technik nachführen möchtet, ist es nicht unbedingt erforderlich, einen Kreiszeichner zu haben. Ihr könnt jegliche runde Form, eine Tasse, ein Glas, einen Becher benutzen, um eure Seifenblasen eine schöne runde Form zu verleihen. Soweit, so gut, meine Lieben. Also, ich beginne nun, meine ersten Kreise zu zeichnen. Ich beginne in meinem Fall ganz unten. Mein Bild soll horizontal aufgehängt werden. Wichtig bei dieser Technik ist, meine Lieben, dass ihr ein bisschen mit der Größe eurer Kreise variiert. Ihr könnt es hier ganz gut erkennen. Ich lasse meine Kreise auch gerne ein bisschen überlappen. Okay, meine Lieben, mit der Komposition von meinen Kreisen bin ich erst einmal zufrieden. Und nun habe ich mir überlegt, ich zeige euch so bei zwei, drei Wasserblasen, wie ich diesen dreidimensionalen Look hinkriege und mache dann schnell alle anderen fertig. Okay, wir suchen uns hier eine schöne große Blase, wo ich euch das gut demonstrieren kann. Wir nehmen diese hier. Im Vorfeld, meine Lieben, solltet ihr euch schon überlegen, wenn ihr euer Bild aufhängt, aus welcher Richtung eure Lichtreflexion kommen soll. In meiner Vorstellung kommt sie von oben. Dementsprechend positioniere ich meine Lichtreflexe auf der oberen Seite meiner Kreise. Okay, kommt mal ein Stück näher ran, dann zeige ich euch das. Also, ich beginne eine Lichtreflexion zu zeichnen. Mit meinem weißen Acrylstift.
So in etwa. Als nächstes, meine Lieben, brauchen wir einen abgeschrägten Pinsel und ein bisschen Acrylfarbe. Ich tippe meinen abgeschrägten Pinsel ganz leicht in die schwarze Farbe und werde nun beginnen, leichte Schatten auf der Unterseite meiner Kreise zu ziehen. Ich mache das wirklich vorsichtig und ich mache es auf der Innenseite unseres Kreises, um mir meine schöne runde Form nicht wieder kaputt zu machen. Hierbei könnt ihr eure schwarze Farbe richtig schön ausblenden zur inneren Seite. Es darf gerne so einen kleinen Smoky Look bekommen. Genau. Sehr gut. Als nächstes, meine Lieben, zaubere ich immer noch bei manchen meiner Blasen gerne noch eine kleine Lichtreflexion. Die mache ich aber ganz vorsichtig und verstreiche diese mit meinem Finger. Genau. Und fertig ist unsere erste Blase. So, ich suche mir, wir nehmen nun diese große überlappende Blase. Bei den überlappenden Blasen verhält es sich ähnlich. Allerdings müsst ihr bedenken, Seifenblasen oder auch Wasserblasen sind durchsichtig. Dementsprechend werden wir diese Überlappung an dieser Stelle auch beibehalten. Ich beginne und zeichne zuerst unsere Lichtreflexion. Und im nächsten Schritt werde ich meinen unteren Rand meiner Kugel ausblenden. Dazu wieder mit dem Pinsel in die schwarze Farbe. Vorsichtig an der Innenseite entlang malen. Und dann die Farbe schön aussmocken. Sehr gut. Ich möchte nun wieder einen kleinen Lichteinfall simulieren. Dazu nehme ich meinen weißen Acrylstift und verblende die weiße Farbe ganz vorsichtig einfach mit meinem Finger. Auf diese Weise bekommt ihr ein bisschen mehr Dimension in eure Wasserblasen. Ich finde, das sieht immer sehr schön aus. Okay, meine Lieben, ich mache uns unsere Bubbles fertig, damit euch nicht langweilig wird und dann kommen wir zum nächsten Schritt.
Danke, meine Lieben. Na, habe ich zu viel versprochen. Das sind doch richtig coole Wasserblasen geworden, oder? Kommen wir jetzt zum nächsten Schritt, meine Lieben. Und zwar möchte ich hier meinen Hintergrund noch ein bisschen verschönern. Dafür brauchen wir die vorhin genannte weiße Acrylfarbe und einen größeren Pinsel. Und nun beginne ich, die blaue Farbe an meinen Rändern zu übermalen. Okay, meine Lieben, ich bin fertig. Na, was sagt ihr zu unseren Seifenblasen? Ich hole euch mal ein Stück näher ran, dann könnt ihr euch die Details angucken. Also, schaut mal, ich beginne von unten nach oben. Ich finde, es sieht aus wie ein kleiner Geysir. In meiner Vorstellung sind wir unter Meer und unsere Wasserblasen steigen Richtung Oberfläche auf. Meine Farbkombination heute war natürlich nur ein Vorschlag, meine Lieben. Ihr könnt eure Lieblingsfarben nehmen, lasst eurer Fantasie ein bisschen freien Lauf. Zugegeben, ja, es ist ein bisschen mehr Arbeit, aber ich finde, es lohnt sich. Schaut mal hier, zeige ich euch das getrocknete Ergebnis. Ich meine, das spricht schon für sich, oder? Gefällt es dir genauso gut wie mir? Dann würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Und wenn du künftig keine Videos mehr von mir verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos meinen Kanal. Für heute verabschiede ich mich, meine Lieben. Es war mir wie immer eine Freude, für euch zu malen. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.